Guten Morgen, willkommen zur letzten Vorlesung Lineare Algebra 2. Ich habe noch eine Anwendung, die ich Ihnen zeigen möchte. Und ich habe auch das letzte Mal auch schon gesagt, worum es da geht. Es geht um Differentialgleichungen. Schauen wir das nochmal an. Also Differentialgleichungen, die einen Vektor von Funktionen beschreiben, von den reellen Zahlen in die reelle Zahlen. Die Funktionen zeichnen wir als x1 bis xn. Und die hängen von t ab. T ist die Variable. Und zwar ist jetzt dann so, die Gleichung, die erfüllt sein soll, soll sagen, die Ableitung dieser Funktion, also der Vektor der Ableitung dieser Funktion, hängt mit den Funktionen selbst über eine Matrix-Vektor-Multiplikation zusammen. A mal das. Wobei das A eine fixe Matrix ist, n kreuz n, die nicht von t abhängt. Okay? Also so ein bisschen wie die Transfermatrix, die wir in der Kombinatorik gesehen haben. Nur halt jetzt, dass hier nicht n plus 1 steht, sondern stattdessen Ableitung in t. Okay. Und wir haben das letzte Mal auch schon ein paar Beispiele dazu gesehen, wie können solche Lösungen aussehen. Und haben auch gesehen, diese Lösungen, diese Funktionen x1 bis xn sind nicht eindeutig bestimmt durch das a, aber na fast eindeutig bestimmt. Was man nämlich dann zeigen kann, ist, sobald sie einen Anfangsvektor vorgeben, also wenn man jetzt außerdem noch fordert, dass x1 von 0 zum Beispiel bis xn von 0 gleich irgendeinem Vektor b ist, dann bedeutet das, dass man für diese Funktionen hier, das sind Funktionen von t, hier mit dem b vorgibt, dass das x1 von 0 vielleicht den Wert haben soll, das x2 von 0 den Wert und das x3 von 0 den Wert. Und dann sagt die Matrix, wie es weitergeht. Also diese Differentialgleichung bestimmt dann, dass sich das in eindeutiger Weise fortsetzt. Weiß nicht wie, also so vielleicht oder so. So. Und das wären dann also die Funktionen x1, x2 und x3. Okay, und man kann dann zeigen, ja, also man kann zeigen, für jede Wahl von b gibt es genau einen Vektor von x-Funktionen, der diese Differentialgleichung hier erfüllt und mit b startet. Okay. So, das soll aber jetzt nicht genau unser Thema sein, sondern wir schauen da eine Variante davon an. Und zwar stört uns das, dass die Matrix A so viel Einfluss auf die X hat und die X mehr oder weniger, bis auf den Startwert hier, eindeutig durch das A bestimmt werden. Wir würden gerne andere Differentialgleichungen anschauen, wo es zusätzlich dann noch ein Störterm gibt. B mal. Sagen wir U1 von t bis UM von t. Das dann wäre das B eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten. Und die soll auch wieder nicht von t abhängen. Und die sollen so, naja, gegeben sein. A ist gegeben, B ist auch gegeben. Und unter dem U stellen wir uns Funktionen vor, auf die wir einen Einfluss haben. Und was wir machen wollen ist, also was wir anschauen wollen ist die Frage, ja, wie können wir die X beeinflussen, indem wir die U's geeignet wählen? Also die U's an den U's können wir drehen und damit wollen wir die X in eine bestimmte Richtung drehen. Und ob das geht oder nicht, das hängt irgendwie von dem A und dem B ab, weil Sie können sich ja zum Beispiel vorstellen, wenn das B hier die Nullmatrix ist, dann können Sie mit den U's machen, was Sie wollen, das wird auf die X keinen Einfluss haben. Ja, während wenn das B nicht die Nullmatrix ist, dann kann es, ja, dann das müssen wir dann jetzt anschauen, was dann da passieren kann. Okay, es gibt dann noch eine andere Variante, andere Variation, die man noch dazu tun kann. Das mal hier wegmachen. Wir werden dann sagen, die U's. Ja, die nennt man die Kontrollvariablen und die X nennt man die Zustandsvariablen. Also
x1 bis xn sind die Zustandsvariablen. Und U1 bis UM sind die Kontrollvariablen. Das ist ein bisschen, ja, fragwürdig, warum man das jetzt Variablen nennt. Das sind nicht wirklich Variablen. Die einzige Variable hier ist das T, also im streng genommen, weil das T variiert. Aber es ist insofern eine Variable, als ich ja hier eine beliebige Funktion wählen kann für die U's. Und dann kann ich mir vorstellen, das sind Variablen, die U's sind Variablen, die für Funktionen stehen, die ich wählen kann. Die Funktionen haben dann die Variable T. Und in ähnlicher Weise könnte man dann sagen, ja, die X sind Variablen, weil das sind die unbekannten Funktionen aus diesem Gleichungssystem. Und man will halt nach den Unbekannten lösen. Naja, unbekannt heißt Variable. Okay. So, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, es kann sein, dass Sie jetzt so ein System haben, wo Sie das X in eine bestimmte Richtung drehen wollen, indem Sie die U's geeignet wählen. Und wie Sie die U's wählen, das werden Sie davon abhängig machen, welchen Wert die X gerade haben. Und das ist gut, wenn Sie das sehen können, was die X haben. Das ist aber manchmal nicht so. Deshalb kann man eine etwas allgemeinere Variante noch formulieren von so einem Kontrollsystem, wo es noch zusätzliche Funktionen gibt. Y1 von t bis yk von t, die mit den Xen und den Us zusammenhängen. Wieder mit bestimmten Matrizen, sagen wir zum Beispiel c mal x1 von t bis xn von t plus d mal u1 von t bis um von t. Dann muss das natürlich formattechnisch hier eine k kreuz n Matrix sein und das hier muss eine k kreuz m Matrix sein. Und dann haben wir dann nochmal zusätzliche Funktionen, k, zusätzliche Funktionen, y1 bis yk, die von t abhängen. Und die Vorstellung ist dabei dann, dass diese y's Größen sind, die man messen kann. Und das x ist was, was uns zwar eigentlich interessiert, aber vielleicht kann man das nicht messen. Das ist ein bisschen wie in der Quantenmechanik, über die wir gesprochen haben. Nur hier soll jetzt das nicht eine prinzipielle Schwierigkeit sein, das x zu messen, sondern es ist vielleicht technisch schwierig, das x zu messen. Und es ist technisch einfacher, die y's zu messen. Und dann ist dann die Frage, okay, wenn ich mit den u's die x beeinflussen will, dann muss ich wissen, was die x sind. Aber die x kenne ich nicht, ich kenne nur die y's. Dann ist also dann die Frage, kann ich aus dem, was die y's sind, mir ja, hinreichend viel Kenntnis über die X verschaffen, so dass ich dann die U's geeignet wählen kann, um die X in gewünschter Weise zu beeinflussen. Also die Y's würde man sagen, das sind Messvariablen oder Output-Variablen. So, also was könnte das sein, was durch so ein System beschrieben wird? Ja, man denkt zuerst vielleicht an technische Dinge, zum Beispiel einen elektrischen Schaltkreis. Da könnte es darum gehen, da gibt es verschiedene Knoten und verschiedene Bauelemente, Widerstände, Transistoren und so weiter. Und an verschiedenen Punkten im Schaltkreis fließt verschieden viel Strom. Und an manchen Stellen können wir Strom einspeisen. Das sind dann die U's. Da können wir ja, können wir bestimmen, wie viel Strom wir da durchschicken wollen, an den verschiedenen Stellen des Schaltkreises. Und an manchen anderen Stellen können wir vielleicht messen, wie viel Strom da gerade fließt. Das wäre das Y. Und dann gibt es noch andere Stellen, wo wir vielleicht nicht messen können, aber wo wir gerne hätten, dass der Strom in bestimmter Weise fließt. Das wären dann die X. Und all das hängt zusammen mit den A's, B's, C's und D's, mit diesen Matrizen. Und die kodieren die physikalischen Gesetze, wie die Widerstände und die Transistoren die Ströme in einem Schaltkreis beeinflussen. Okay, das heißt, da hätten wir dann die Zustandsvariablen, die Kontrollvariablen und die Messvariablen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn Sie ein Gebäude haben und eine Temperaturverteilung steuern wollen.
Da hätten sie Heizelemente in bestimmten Räumen an bestimmten Punkten und Thermometer in bestimmten Räumen an bestimmten Punkten. Und sie hätten eine gewünschte Temperaturverteilung oder ja, die tatsächliche Temperaturverteilung im Raum oder im Gebäude, in den verschiedenen Räumen. Und das wären dann die X. Die X wären die Temperaturverteilung im Raum. Die U's würden sagen, wie stark sind die verschiedenen Heizkörper aufgedreht? Und die Y sagen, an bestimmten Punkten, wo gemessen wird, wie ist denn da jetzt die Temperatur? Und ja, also die X sind aber vielleicht dann Temperaturen an anderen Punkten. Genau, und dann will ich mit den U's wieder die X steuern. Und die Y's sagen mir was über die X. Noch ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ein Autopilot im Flugzeug. Da würden Sie mit dem X irgendwie sagen, das ist die Richtung, in die ich fliege. Wenn das Flugzeug gerade in einer bestimmten Orientierung im Raum fliegt, ja, steht, nicht steht, fliegt. Die U's könnten sein, die Stellungen der Ruder, mit denen kann ich natürlich das X beeinflussen. Aber ich sehe natürlich nicht, in welche Richtung ich fliege, weil überall sind Wolken. Was ich nur wirklich messen kann, ist, ja, vielleicht kann ich irgendwie messen, was ist die Orientierung des Flugzeugs, ob das so oder so ist. Und daraus kann ich dann aber die X ausschließen, in welche Richtung ich mich bewege. Oder was noch was anderes, medizinisch können Sie sich auch was vorstellen, nämlich vielleicht haben Sie bestimmte Schadstoff oder Krankheitsstoffe, die in ihren Zellen sich aufhalten und die sie dann nicht haben möchten. Die können sie nicht direkt messen, weil das ist im Inneren des Körpers, aber sie können Urinproben nehmen und dann schauen, wie viel von dem Schadstoff ist in dem Urin und das werden sie dann als die Ys nehmen. Die X sind davon aber zu unterscheiden und das sind das, was wirklich in den Zellen die Stoffmengen sind. Und das wollen Sie kontrollieren. Was könnten Sie da als U nehmen? U könnte zum Beispiel sein, Sie nehmen bestimmte Medikamente und die U's sind die Dosierung von den Medikamenten, wo Sie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nehmen können. Und die Frage ist dann, wenn ich das eine mehr nehme und das andere weniger, was hat das dann für einen Einfluss auf die X? Oder noch was anderes, vielleicht was Politisches. Sie könnten auch sagen, zu einer bestimmten These hat die Bevölkerung eine Meinung. Die Meinung, das wären die X. Und die hängen natürlich von der Zeit ab. Die Meinungen können sich ändern. Und Sie wissen aber nicht, was die Meinung der Bevölkerung ist. Sie können die zwar messen, aber wenn Sie, dann kriegen Sie einen Messwert und der hängt vielleicht mit der Wahrheit zusammen, ist aber besser. Wenn man das ein bisschen unterscheidet und sagt, okay, ich kann das messen, indem ich Umfragen zum Beispiel mache. Das Ergebnis der Umfragen, das wären dann vielleicht die Ys, die sind aber von den Xen zu unterscheiden, die sind irgendwie nur ein Abbild, eine Projektion vielleicht. Und ich kann das beeinflussen, indem ich zum Beispiel Werbung mache. Und da habe ich vielleicht verschiedene Werbemittel. Ich könnte was im Fernsehen machen oder ich könnte was in der Zeitung machen und das kostet so und so viel. Und dann ist die Frage, wenn ich etwas mehr Werbung im Fernsehen mache und etwas weniger Werbung in der Zeitung, wie beeinflusst es dann die X? Okay, also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Sachverhalte mit so einem Kontrollsystem modellieren können. Die Frage ist natürlich dann auch, wenn Sie zum Beispiel sowas Politisches haben, ja, wer sagt mir dann, was die Matrix A ist? Man kann sich zwar vorstellen, dass es dann einen bestimmten Zusammenhang gibt mit so einem Differentialgleichungssystem, aber man muss dann natürlich auch wissen, was das A ist. Es ist dann nicht so wie bei dem Schaltkreis, wo es physikalische Gesetze gibt, die man leicht hinschreiben kann. Es gibt dann vielleicht auch Gesetzmäßigkeiten, aber die sind nicht so offensichtlich. Okay, das ist aber jetzt unser Problem nicht. Wir wollen annehmen, wir haben so ein System gegeben und wir wollen das jetzt untersuchen. Bevor wir das machen, zeige ich Ihnen noch ein Beispiel mit Zahlen. Und zwar hier, da habe ich mir eins gebastelt, damit Sie sehen, wie man so ein System beeinflussen kann mit den U's.
schauen wir folgendes System an, mit zwei Xen, x1, x2-t, soll sein 0, 1, minus 1, 0 mal x1, t, x2t. Da haben wir das letzte Mal schon das als ein Beispiel gehabt und haben gesehen, das dreht sich, das ist eine Funktion, also die Lösungsfunktion hier, wenn ich da die als x1, x2 aufzeichne und als t die Zeit nehme, dann wird die sich immer im Kreis drehen. So, die sich immer im Kreis drehen. Mit welchem Radius? Ja, das sagt das System nicht voraus, sondern das ist der Startwert. Sie geben irgendeinen Startwert vor, zum Beispiel hier, und da fängt er dann an, sich im Kreis zu drehen. Oder da, na, dann dreht er sich da. Okay. Und wenn ich das jetzt störe, das System, dann hat es andere Lösungen. So. Wenn ich da jetzt noch einen zusätzlichen Vektor 1, 1 dazu mache, mal irgendeine Konstante, c, dann ist es immer noch so, dass das eine eindeutig bestimmte Lösung hat, sobald ich einen Startvektor vorgebe, wenn ich dem sage, bitte hier starten, dann ist das auch immer noch eine Kreisbewegung. Diese zusätzliche Term hier bewirkt, dass der Mittelpunkt sich verschiebt. Der Mittelpunkt des Kreises wäre dann hier c mal 1 minus 1, glaube ich. Ja, genau. Also ungefähr hier. Hier irgendwo. So. Und ja, also das hier ist c mal, c ist eine Konstante, c mal minus 1, c mal 1 minus 1. Okay, und dann dreht er sich darum, statt um den Ursprung. Okay. So, und statt dem c nehme ich aber jetzt nicht eine Konstante. Ich nehme ja jetzt eine Funktion u, die, ja, das ist also hier ein bisschen spezieller hier. Das m ist einfach 1. Das m ist oft ja kann was anderes sein als das n. Und in dem Beispiel ist jetzt das n 2 und das u ist 1. Wir haben also nur eine Kontrollfunktion und nicht ein Vektor von Kontrollfunktionen. Okay, so, das heißt, ich könnte jetzt schauen, was passiert, wenn ich das U irgendwie bewegen lasse. Ich könnte zum Beispiel sagen, das U ist erstmal konstant und dann dreht sich das Ding also um den Ursprung, solange das U konstant bei 0 ist. Und wenn ich jetzt das U verschiebe, also sagen, das U entwickelt sich dann so, dann ist es, und dann ist es wieder konstant und dann geht es runter. Ja, und dann ist wieder konstant. Dann wird das also hier, während das da konstant ist, wird sich das in einem Kreis bewegen. Und zwischendrin wird es, ja, es wird irgendwie den Mittelpunkt dann ändern müssen und bewegt sich dann ein bisschen komisch. Und das ist dann das, was ich hier in der Mathematiker-Animation darstelle. Also hier ist das U auf der linken Seite in dem Graph. Das bewegt sich hier mit der Zeit von links nach rechts und hat ungefähr so einen Funktionsgraph, wie den ich nicht drüben aufgemalt habe. Und hier, das ist dann der Zustandsvektor, der sich in der x1, x2-Ebene bewegt. Er hat schon ein bisschen angefangen, sich um den Ursprung zu drehen und geht dann jetzt so weiter. Kreis, 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 Kreis. Und jetzt, hat sich das wegbewegt und dann, jetzt ist es wieder im Kreis, weil es konstant ist. Und jetzt geht der hier wieder runter, dann macht er hier irgendwas, so ein bisschen unsystematisch aussieht. Und hier stabilisiert er sich wieder, das U ist wieder konstant, das heißt, jetzt ist der Mittelpunkt da und er dreht sich ewig in dem Kreis weiter. Okay? Gut, also Sie können jetzt sich leicht vorstellen, dass sich durch eine geeignete Wahl von dem U das X an jeden gewünschten Punkt in der Ebene hinbewegen kann. Ob das dann da auch bleibt, ist eine andere Frage. Aber ich habe mit dem U jedenfalls einen Einfluss auf die Position. Und dass ich das X an jeden gewünschten Ort hinbewegen kann, das sagt man dann, wenn das der Fall ist, sagt man, dass das System kontrollierbar ist. Ich habe die X unter Kontrolle mit den Kontrollfunktionen. Und das ist die eine Sache, die einen interessiert. Also es gibt zwei Begriffe.
Das eine ist die Kontrollierbarkeit. Des Systems. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Und das andere ist, das hängt mit den Ys hier zusammen. Wenn ich die X nicht direkt beobachten kann, sondern ich kann nur die Ys beobachten, die irgendwie mit den X zusammenhängen, dann ist die Frage, kann ich aus der Kenntnis von den Ys und den Us auf die X schließen? Das nennt man dann Observierbarkeit. Okay, und diese Dinge kann man jetzt dann mit der linearen Algebra charakterisieren. Und deshalb ist das hier jetzt auch was, über das wir hier sprechen können. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Und zwar zeige ich Ihnen zuerst die Observierbarkeit, weil die ist ein bisschen einfacher. Also sagen wir nochmal genau, was es ist. Ein System ist observierbar. Falls sich die x1, xn als Linearkombination von y1, yk und deren Ableitungen und u1, das ist um und deren Ableitungen darstellen lassen. Okay, das macht Sinn, die Definition. Das ist ungefähr das, was wir uns auch erwarten würden. Die Ys nehme ich an, dass ich die messen kann. Hier nehmen wir jetzt dann auch an, wenn wir die Ys messen können, können wir die Ableitung von den Ys auch messen. Ob das technisch gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Ist nicht unser Problem. Müssen sich andere drum kümmern. Und die Us, naja, die Us wählen wir ja selbst, das heißt, die kennen wir auch und deren Ableitungen nehmen wir an, kennen wir auch und die X wollen wir bestimmen. Da gibt es jetzt den folgenden Satz, der ausdrückt, ja, der diese Definition, die so hingeschrieben ist, wie das, was wir ausdrücken wollen, also observierbar soll eben genau das bedeuten, aber da sehe ich jetzt nicht, wie kann ich das entscheiden. Der Satz ist jetzt wieder so, wie oft ein Satz ist, verbindet eine natürliche Definition, die nah ist an dem, was man will, mit etwas, was näher ist an etwas, was man kann. Nämlich der Satz sagt, ein System ist genau dann observierbar, wenn irgendetwas gilt, was ich rechnerisch kontrollieren kann. Das ist ein System. Ist nee, ich kontrolliere aber observierbar. Genau dann, wenn der Rang von einer bestimmten Matrix gleich n ist. So, welche Matrix? Die Matrix lautet, ja, die hat, das ist eine große Blockmatrix, die aus den A, B, C und D Matrizen hier zusammengesetzt ist. In Wirklichkeit nur aus C und A. Sieht so aus. C, CA, C, auch n minus 1. Oh, okay, das heißt, was ist das? Das ist eine Matrix, also diese Matrix hier, die hat K, also das ist eine Blockmatrix. Ein Block, noch ein Block. N Blöcke von auch 0 bis auch n minus 1 sind n Blöcke. Jeder Block hat K Zeilen und n Spalten. Okay, das heißt, das hier ist eine Matrix, die lebt im R hoch Kn Kreuz n. Und weil die n Spalten hat, kann die nicht einen größeren Rang haben als n. Das heißt, was der Satz hier sagt, das System ist genau dann observierbar, wenn der Rang von dieser Matrix hier maximal ist. Beweis. Okay, schauen wir mal. Wenn das System observierbar ist, dann soll der Rang n sein. Ich nehme jetzt an, der Rang ist nicht n, dann muss er kleiner sein, weil wir haben gerade gesagt, größer kann er nicht sein. Und wenn der Rang kleiner ist, dann hat die Matrix einen Kern.
der nicht 0 ist. Das heißt, dann gibt es einen nicht nullen Vektor, der von dieser Matrix dort zu 0 gemacht wird. Und daraus werde ich dann schließen, dass es zwei x-Vektoren gibt, die ich mit den y und den u's und deren Ableitungen nicht unterscheiden kann. Also wenn der Rang kleiner als n ist, gibt es ein p in r n ohne 0 mit, ja, also mit diese Matrix angewandt auf diesen p-Vektor gleich 0, das heißt also, jeder dieser Blöcke von sich selbst angewandt auf p ist 0, also mit c a hoch k mal p gleich 0 für k gleich 0 bis n minus 1. Und jetzt haben wir den Satz von Kelly Hamilton, der sagt, dass dass die Matrizen A hoch 0 bis A hoch 1, A hoch 2 bis A hoch n miteinander linear abhängig sind. Das heißt, wenn ich da jetzt noch weitergehe, dann wird es immer noch 0 sein. Also aus Kelly Hamilton. Folgt, das charakteristische Polynom angewandt auf A gleich 0 ist. Das folgt nicht daraus, sondern das sagt der Satz. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein größeres, wenn ich hier größere Potenzen zulassen würde, dann könnte ich die als Linearkombination von diesen hier schreiben. Ich könnte ja den Rest nehmen, also Division with Remainder machen, von dem a hoch irgendwas mit diesem charakteristischen Polynom, und würde dann sagen, okay, das ist dann eine Linearkombination von denen. Und die sind aber alle 0, dann muss das auch 0 sein. Also daher auch C auch K P gleich 0 für alle K in N, für die späteren auch. Also schreiben wir vielleicht doch nochmal hin, denn A hoch K C A hoch K P. Ja, oder auch k ist gleich rem x hoch k chi angewandt. Und das ist eine Linearkombination irgendwas mal in plus irgendwas mal a hoch k minus 1. N minus 1 und die hier, wenn ich die jetzt dann von rechts mit p und von links mit c multipliziere, sind die hier alle 0, weil das die Voraussetzung ist. Ja, dann muss das hier auch 0 sein. Okay, so, wo wollen wir hin? Wir wollen zeigen, das Ding ist nicht observierbar, das heißt, es muss irgendwas mit den Differentialgleichungen da oben zu tun haben. Schreiben wir die mal hin. Also, ich schreibe jetzt das mal einfacher als x. Strich gleich a x plus b u. Das x hier ist jetzt ein Vektor x1 bis xn, wobei jedes xi seinerseits eine Funktion von t ist. Also das ist ziemlich kompakt hingeschrieben. Und y ist gleich c x plus d u. Was ich jetzt mache, ist, ich leite das ein paar Mal ab. Wenn ich es einmal ableite, habe ich y Strich ist gleich c x' plus d u'. Und für das x' kann ich jetzt das hier einsetzen. A x plus b u, dann ist das c a x plus c b u plus d u'. Wenn ich es nochmal ableite, kriege ich jetzt da wieder ein x' rein. Da kann ich dann wieder das einsetzen. Dann kriege ich als c a Quadrat x plus c a b u plus c b u Strich plus d u 2 Strich. Okay, und das kann ich jetzt ewig so weitermachen, bis zum Karten. Die Karte-Ableitung, man sieht schon, was das Muster ist, wird sein c a k x plus c
C auch K minus 1 B U plus plus C B U K minus erste Ableitung plus D U Kater Ableitung. So, und jetzt ist so, wenn ja für also daraus folgt, dass für die Ys hier und die Us es ununterscheidbar ist, ob das x zum Beispiel, ob das x gleich 0 ist oder ob das x gleich p ist. Das p war ja so gewählt, dass diese Matrizen hier, diese Matrix und diese Matrix und diese Matrix, das p zu 0 machen. Das heißt, für y, y' und so weiter und u, u' und so weiter ist der Zustand, sind die Zustände x gleich 0 und x gleich p, was aber nicht 0 ist, nicht unterscheidbar. Ja. Und fertig. Damit ist das System nicht observierbar, weil dann kann ich aus den Ys und den Us nicht auf die X schließen. Umgekehrt hätten wir, ja, das ist einfacher, glaube ich, weil wenn der Rang n ist, dann heißt das, die Treppennormalform muss eine, ja, muss alle möglichen Treppenstufen haben. Der Rang ist maximal. Das heißt, die Treppennormalform hat oben die Einheitsmatrix und dann unten drunter lauter Nullen. Also dann gibt es eine invertierbare Matrix. T mit der Eigenschaft, dass wenn ich sie auf diese Matrix hier drauf multipliziere, dass ich dann die Treppennormalform kriege. Ah, sollte man das vielleicht nicht T nennen, sondern U. Ja. Und die Treppennormalform hätte dann diese Gestalt hier. Die hätte hier N 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, so, und wenn ich jetzt diese Gleichungen hier anschaue, dann sehe ich Folgendes. Ich habe C A n minus 1 mal x ist gleich, also was ich jetzt mache, ich habe das hier alles genommen, also das hier. Und dann gibt es den Kram mit den Us. Den bringe ich auf die andere Seite und dann vertausche ich die Seiten. Dann kriege ich also das hier ist gleich y', y n-1 plus irgendwas mit den Us. Irgendwas kann ich als Matrix schreiben, irgendeine Matrix mal U, U'. U n-1. Strich. So, und wenn ich das jetzt mit dem U war auch schlecht. Na gut, das nehmen wir da. M ist ein schöner Name für eine Matrix. So, wenn ich diese Matrix da jetzt da drauf multipliziere, dann bin ich fertig, weil dann ist das hier gleich x 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und ich habe dann die Darstellung gefunden, die sagt, x ist gleich irgendwas, was ich ausdrücken kann in den Ys und den Us. Okay, dann die andere Frage ist, ob das System kontrollierbar ist. Das ist jetzt konkret so definiert. Ein System heißt kontrollierbar,
Falls, so, und das ist jetzt halt ein kleines bisschen komplizierter. Ich muss sagen, für jeden vorgefundenen Zustand und jeden gewünschten Zustand gibt es eine Wahl von Us, die so sind, dass es für die X eine Möglichkeit gibt, von den, ja, von dem vorgefundenen Zustand in den gewünschten Zustand zu kommen. Also falls für alle AB aus R hoch N es Funktionen gibt, U1 bis UM gibt, sodass das System x' gleich AU plus AX plus BU eine Lösung x1 bis xn hat mit x an der Stelle 0 ist A, das ist der vorgefundene Zustand, und x eine bestimmte Zeiteinheit später, das ist dann egal, wie groß Sie die Schrittweite machen, weil durch Skalieren können Sie das dann irgendwohin bringen, ob das eine Stunde oder eine Minute ist, ist egal, gleich der gewünschte Zustand. Okay, gut, das heißt kontrollierbar. Aus jedem vorgefundenen Zustand kann ich durch geeignete Us erzwingen, dass nach einer bestimmten Zeit das System im Zustand B ist. Und da gibt es jetzt wieder einen Satz, der ein Kriterium dafür angibt, ob ein System kontrollierbar ist. Und es ist, ja, es ist sehr, sehr ähnlich wie der andere Satz. Und das geht so: Das System ist kontrollierbar, falls. So, und jetzt gibt es wieder eine Matrix, auf deren Rang es ankommt. Und die Matrix ist jetzt B, AB, A hoch n minus 1, B. Falls dieser Rang gleich n ist. Jetzt müssen wir wieder gucken, was ist das für eine Matrix? Wo lebt die? Was hat die für ein Format? Ja, also die Matrix hat. Die Matrix B hat n Zeilen und m Spalten. Und die Matrix A ist eine quadratische Matrix, hat n Zeilen und n Spalten. Das heißt, diese Matrix hier hat n ein Zeilen. Und das hat m Spalten, das hat m Spalten. Das, insgesamt sind das n Potenzen von A. Das heißt, das ist n m Spalten hat es insgesamt. Okay, also weil die Zahl der Zeilen nur n ist, kann der Rang wieder nicht größer sein als n. Und der Satz sagt, wenn der Rang maximal ist, dann ist das System kontrollierbar und ansonsten ist es nicht kontrollierbar. Und ich sage gleich vorweg, das kann ich jetzt, da kann ich jetzt nur eine, ist genau dann, also der Satz sagt, es ist genau dann kontrollierbar, wenn das gilt. Das ist wieder eine Äquivalenz, genau wie vorher, aber ich kann da jetzt nur eine Richtung von beweisen, weil Sie können sich vorstellen, um zu zeigen, dass etwas kontrollierbar ist, dann muss man diese Funktion U konstruieren. Naja, und um die zu konstruieren, muss man ein bisschen tiefer einsteigen in die Differentialgleichungstheorie. Das können andere Leute besser erklären als ich, das lassen wir weg. Wir machen jetzt nur den Teil, der rein lineare Algebra braucht. Und das ist welche Richtung? Das ist die Richtung, die sagt, wenn der Rang kleiner ist, dann ist das System nicht kontrollierbar. Das heißt, das ist die von links nach rechts. Also wir zeigen, also die andere Richtung machen wir nicht. Und wir zeigen, wenn der Rang kleiner ist, ist das System nicht kontrollierbar.
Okay. Ja, was heißt jetzt das? Das heißt, es muss dann, wir zeigen wir das. Wir zeigen jetzt, dass es einen bestimmten, ja, wir zeigen, dass es eine Linearkombination von den Xen gibt, auf die ich keinen Einfluss habe, die von den Us unabhängig ist. Okay, schauen wir dann wieder an, was passiert, wenn ich das Gleichungssystem nehme. X' gleich ax plus bu. Die Ys brauche ich jetzt nicht mehr, kann ich vergessen. Ich brauche nur die X und die Us. Und das ist die erste Gleichung. Wenn ich es ableite, ich kann erstmal die nullte Gleichung auch noch hinschreiben. X ist gleich X, die ist sehr einfach. Und wenn ich das jetzt ableite, passiert Folgendes. X' ist gleich a x' plus bu'. Und da setze ich jetzt wieder das erste ein und dann kriege ich a Quadrat x plus abu plus bu'. So, und jetzt geht das wieder so weiter. Machen wir noch eine. x3' ist a hoch 3 x plus a Quadrat bu plus a bu' plus bu2' und so weiter, bis haben wir zur Endenableitung, haben wir a hoch n x gleich a hoch nicht plus a n minus 1 bu plus bu n minus erste Ableitung. Genau. So, jetzt ist so, wenn der Rang kleiner ist, dann heißt das, diese Matrix hat ein Element vom, der Cook, es gibt ein Element mit Cook-Kern. Also es gibt ein Element, was ich von der anderen Seite, von der ungewohnten Seite, drauf multiplizieren kann, von hier auf diese Matrix, so wie das P von vorher, sodass dann 0 rauskommt. Also wenn der Rang kleiner ist, gibt es ein P in R hoch n ohne 0 mit P mal, naja, was passiert, wenn ich das P drauf multipliziere? Es wird hier drauf multipliziert, blockweise hier drauf und das ist dann immer 0. Also A hoch K, B gleich 0 für alle K. 0 bis n minus 1. Das bedeutet, wenn Sie sich erinnern, dass die x hier ja auch Vektoren sind, ja, und die Ableitungen sind auch Vektoren, wenn ich das p hier drauf multipliziere von links, dann multipliziere ich es auch rechts drauf, dann habe ich hier p mal a hoch irgendwas x, plus, und hier stehen jetzt genau die Matrizen überall drin, die das P zu 0 macht. Also das heißt, die Us fallen da raus. Okay. Da, für dieses P gilt, für ein solches P gilt, naja, P mal X ist mal einfach nur X. Dann px' ist p ax und der u-Teil fällt weg und so weiter. px hoch Ente-Ableitung ist gleich p a hoch n x und der Rest fällt weg, weil das hier im Kokern ist. Wenn ich das von da drauf multipliziere, fällt das alles weg. So, jetzt ist so. Wir wenden wieder Cayley Hamilton an. Cayley Hamilton sagt, diese Potenzen von A, halt, Potenzen von A sind linear abhängig. Also C0. In plus Cn a hoch n gleich 0.
Und deshalb kann ich da jetzt eine Linearkombination bilden und dann wird auf der rechten Seite nichts übrig bleiben, weil ich ziehe das da rein. Hier steht eine Einheitsmatrix dazwischen. Und ich kriege dann hier genau die Linearkombination, wenn ich diese alle aufaddiere. Also ich multipliziere die jeweils mit dem C, addiere die alle auf und dann entsteht rechts wegen dem hier diese 0. So, und ja, es steht da in Wirklichkeit P mal 0 mal x, ja, aber das ist auch 0. Auf der linken Seite steht C0 px plus C1 px' plus 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 Cn px Enter Ableitung gleich 0. Das heißt, und ja, und was ist jetzt das hier? Das heißt, die Linearkombination x quer gleich x mal ne p mal x erfüllt diese Differentialgleichung hier. Die nicht von U abhängt. Das heißt, dieses x quer, das macht, was es will. Da kann ich mit den U's kann ich machen, was ich will, aber da wird sich das x quer nicht von beeindrucken lassen, weil bei so einer Differentialgleichung ist auch wieder so, dass so wie vorher, wie wir am Anfang diskutiert haben, oder wie ich Ihnen gesagt habe, wie Sie dann in der Differentialgleichungsvorlesung beweisen werden, die Lösung ist eindeutig bestimmt, sofern der Anfangswert festgelegt ist. Nur bei hier kommen jetzt höhere Ableitungen vor, das heißt, da müssen Sie beim Anfangswert auch die Anfangswerte der Ableitungen vorgeben. Ja, aber okay, die sind halt, wie sie sind. Und danach entwickelt sich das in einer bestimmten Weise und da habe ich keinen Einfluss drauf. Da kann ich an den U's drehen, so viel wie ich will. Also das lässt sich nachweisen, ohne dass man viel Analysis verwenden muss. In die andere Richtung, die überlassen wir den Experten. Was man jetzt auch noch machen kann, ist im Allgemeinen wird so ein System ja, nicht kontrollierbar sein. Und wir haben ja jetzt das so als Ja-Nein-Begriff definiert. Man könnte aber auch das ein bisschen verfeinern und sagen, es gibt einen kontrollierbaren Anteil und einen nicht kontrollierbaren Anteil und man versucht, die zu trennen. Das kann man tatsächlich machen. Man kann, das geht dann so, mit einem Basiswechsel, indem ich alle diese x-Quers irgendwie auf eine Seite des Systems schiebe und alle anderen dann in ein anderes, in den übrigen Teil des Systems. Okay, das sieht so aus. Man, ja, also wenn man a, haben wir wieder a, x' gleich a x plus b und sagen wir t ist eine Matrix deren erste Spalten, also die auf der linken Seite, also t ist quadratische Matrix und die linke Seite der ersten Spalten eine Basis vom Bild von dieser Matrix, die da in dem Satz vorkam, sein soll. B, A, B und so weiter bis A hoch n minus 1 B ist. Und der zweite Teil der Matrix halt ein Komplementärraum davon. Und dann gilt, also für x quer gleich t hoch minus 1 u, x gilt dann ein System x' quer ist gleich irgendeine Matrix mal x'. Plus
Matrix mal O. So, was ist das für eine Matrix? Das ist natürlich T hoch minus 1 mal B. Und diese Matrix hier, die wird sein, ja, ich muss hier, das hier ist T hoch minus 1 mal X, das heißt, da brauche ich dann T, um das zu kompensieren. Dann ist das A und dann kommt hier von links, also ich multipliziere hier diese Matrix hier mit T hoch minus 1 von links. Und schmuggle hier ein T hoch minus 1 noch ein. Okay. Und dann wäre das hier T hoch minus 1. Okay, und diese Matrizen hier, den sieht man dann jetzt an, die sind so, dass die hier, B-Matrix hat hier oben was und hier unten hat die Nullen. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil das Bild von B, insbesondere das Bild von B, also ist eine Linearkombination von den ersten Spalten von B. Und das hier ist die Matrix, die die Koordinatendarstellungen hat von dem B-Vektor in dieser Basis. Ja, und da brauche ich natürlich diese Basiselemente gar nicht, deshalb sind die dann da 0. Das ist Basiswechsel wie im ersten Semester. Und hier ist auch so, dass sich das so ergibt, dass man hier oben irgendwas hat. Und hier hat man auch irgendwas und hier hat man 0, interessanterweise. Warum hat man da 0? Das ist ein bisschen lustiger zu sehen. Das liegt daran, dass dieser Raum hier A-invariant ist. Das ist jetzt auch ein Begriff, den wir erst im zweiten Semester gesehen haben. Dieser Raum ist A-invariant. Und A-invariant bedeutet, wenn ich da ein Element aus diesem Raum nehme, eine Linearkombination von den Spalten, von den Dingen, und wende darauf A an, dann kriege ich auch wieder was, was ich als Linearkombination von den Spalten von diesen Dingen schreiben kann. Und das heißt hier, das ist ja das, was hier passiert. Ich habe hier ein Element, nachdem ich ja hier t drauf multipliziert habe, habe ich hier ein Element, das ich darstellen kann als, ja, als das in diesem Bild liegt. Und wenn ich dann a drauf anwende, dann liegt das immer noch in diesem Bild. Okay, und wenn ich dann gucke, was hat das dann für Koordinaten, dann ist das so wie vorher bei dem B, dass das da unten Nullen hat. Und diese Darstellung, die zeigt jetzt, der untere Teil von dem x quer, also der x quer ist irgendwie ja auch so ein Vektor x1 bis xn quer. Und dann die oberen entsprechen dem Teil hier, die unteren entsprechen dem Teil hier. Und die unteren, die erfüllen hier ein Gleichungssystem, was einfach nur sich selbst genügt. Also die unteren abgeleitet sind gleich diese Matrix mal die unteren. Unabhängig von dem U, weil hier ein Nuller steht. Also haben wir in der Darstellung dann den kontrollierbaren Teil vom unkontrollierbaren getrennt wird. Der kontrollierbare ist, wenn das hier maximal ist, dann ist der kontrollierbare Teil der obere Teil hier von dem X. Gut. Jetzt will ich aber auf was anderes hinaus, nämlich wir wollen ein bisschen das noch algebraischer anschauen. Und ja, wir wollen die Analysis eliminieren aus dieser Fragestellung. Und das kann man machen, indem man Differentialgleichungen als Polynome auffasst. Ja, also so eine Differentialgleichung C0 x von t plus C1 x' von t plus, plus C was? R xr von t gleich 0, kann ich mir auch vorstellen als ein Operator, der auf eine Funktion wirkt. So wie wir ja auch Polynome auf Matrizen angewandt haben, als wir annihilierende Polynome angeschaut haben, im ersten Teil, als wir unterwegs waren in Richtung Jordan-Normalform. Und ich kann auch Polynome auf Funktionen anwenden. Hatten wir, glaube ich, auch schon in einem Beispiel gesehen. Ich könnte sagen, das ist das Polynom C0 plus C1x plus CRx hoch R angewandt auf die Funktion x. Angewandt auf die Funktion x. Dann ausgewertet an der Stelle t gleich 0. Und die Anwendung soll so sein, dass die Multiplikation mit x so wirkt wie die Ableitung. Okay? Also
Das ist dann vielleicht auch blöd, wenn man dann so viele x hat. Dann nehmen wir vielleicht als Polynomvariable nicht x, sondern nehmen ein großes D. Das sieht eher aus wie differenzieren. Das ist der Ableitungsoperator. Das ist ganz streng genommen, das ist einfach nur formal, es ist einfach nur ein Polynom. Ich nehme jetzt nur einen anderen Buchstaben für die Polynomvariable. Und ich betrachte diese Polynome jetzt, ich benutze die Polynome, um Differentialoperatoren auszudrücken. Ja? Also das Plus ist das ganz normale Plus, das Multiplikation mit C ist auch eine Multiplikation mit C. Multiplikation mit D ist die Ableitung. So. Und dann ist so, Sie können jetzt den Raum aller Funktionen, den Raum aller Funktionen als Modul über diesem Ring auffassen. Mit dieser Operation. Wird, ja, sagen wir zum Beispiel, der Raum aller beliebig oft differenzierbaren Funktionen zu einem RD-Modul. Ja, weil wir hatten bisher noch keine Anwendung, in der Modulen vorkommen. Deshalb machen wir das jetzt. Jetzt kommen da Modulen vor. Und was bringt mir das? Das erlaubt mir jetzt genau die Trennung von dem analytischen Teil des Problems und dem algebraischen Teil des Problems. Und wenn ich Glück habe, kann ich das dann so machen, dass der algebraische Teil schon lösbar ist. Alles, was ich wissen will, ich über den algebraischen Teil ausdrücken kann. Und dann brauche ich mich nicht mit Analysis zu beschäftigen, wenn das nicht unbedingt nötig ist. Okay? Also für eine Funktion, einfach eine konkrete Funktion x in diesem Modul, ja, gilt nach dem Homomorphiesatz dass, wenn ich den D-Modul nehme hier und den Quotientenmodul nehme, wo ich da noch das Ideal raus faktorisiere, das besteht I gleich die Menge aller L in RD, für die gilt L mal an L angewandt auf x ist die Nullfunktion, dass das isomorph ist zum dem hier. Okay, ich sage sofort, was das alles bedeutet. Moment, also das hier ist unter Modul von dem. So, was habe ich da jetzt gemacht? Der Homomorphiesatz steht schon da. Um den geht es jetzt irgendwie. Ich habe einen Homomorphismus verwendet, und zwar den Homomorphismus, der von RD A nach C R geht. Und so geht und soll ein Modulhomomorphismus sein und soll so sein, dass er die 1 aus dem Polynomring abbildet auf die Funktion x. Okay. Und dadurch ist der Homomorphismus komplett festgelegt, denn wenn ich jetzt irgendein anderes Polynom habe, irgendwie H von D zum Beispiel, ja, das muss dann x' sein. Und H von 5, ja, das ist dann 5x. Und H von 5 plus D, das ist 5x plus x'. Und so weiter. Und so können Sie sich alle Polynome zusammenbasteln. Also allein dadurch, dass ich festlege, was mit der 1 passieren soll, habe ich gesagt, okay, habe ich diesen Modulhomomorphismus komplett festgelegt. Und das, was ich dann in die zweite Zeile da geschrieben habe, was ich vorher schon geschrieben habe, das hier, das hier ist der Kern von diesem Homomorphismus. Der Kern besteht aus allen Polynomen, die für die h von L gleich 0 ist. Und h von L ist gleich 0, wenn x eine Lösung ist von dem Differentialoperator L. Ja?
Also das heißt, das ist genau der Kern von H. Und dann ist das der Homomorphiesatz, der sagt, dieser Quotientenmodul H, ja, dieser Definitionsbereichsmodul durch den Kern ist isomorph zu dem Modul, das ist das Bild, das ist im H. Das ist so ein Untermodul von dem, in dem das Ganze stattfindet. Okay. Und das Schöne ist jetzt, dass hier kommen jetzt überhaupt gar keine Funktionen mehr vor. Das ist völlig algebraisch, funktionsfrei. Garantiert funktionsfrei. Da gibt es auch keine, also da gibt es keine Grenzwerte und gar nichts, sondern da haben sie nur ein d, das ist eine Polynomvariable, und die übernimmt die Rolle der Ableitung. Und Ableitung ist dann jetzt etwas völlig Algebraisches, was wir auch jetzt hier an der Stelle nicht zum ersten Mal sehen, sondern vorher schon mal gesehen haben, wo wir nämlich gesagt haben, ja, Polynome sind ja auch keine Funktionen für uns, Polynome sind einfach algebraische Dinge, ich kann sie aber trotzdem ableiten, ich definiere nämlich einfach eine lineare Abbildung, die mir Polynome auf Polynome abbildet, in der Weise, wie ich es für die Ableitung erwarten würde. Da brauche ich keinen Grenzwert. Und so ist es hier auch, nur dass ich hier jetzt auch noch über ganz andere Funktionen reden kann. Funktionen x, die kann ich mir irgendwie aussuchen hier und kann dann sagen, das Verhalten dieser Funktion lässt sich algebraisch beschreiben durch diesen Quotientenmodul. Dieser Quotientenmodul weiß ziemlich viel, er weiß alles über die Funktion, was sich durch Ableiten und durch Linearkombination bilden ausdrücken lässt. Weiß ja natürlich nicht alles über die Funktion, sondern nur alles, was sich mit den Operationen ausdrücken lässt, aber zum Beispiel Auswertungen oder sowas weiß er nicht. Beispiel, dann brauchen wir jetzt ein Beispiel. Beispiel. Nehmen wir als x die Sinusfunktion. Die Sinusfunktion, die erfüllt eine Differentialgleichung. X 2' ist gleich minus x. Das heißt, ein Differentialoperator wäre d Quadrat für das x 2' plus 1, wenn ich den darüber bringe, angewandt auf x, ist gleich 0. Okay. Das heißt, und ja, eine kleinere Differentialgleichung gibt es nicht. Gut, das heißt, in dem Fall wäre der Raum, der aufgespannt wird von Sinus und all seinen Ableitungen über R, wäre genau der Modul RD dividiert durch Quotientenmodul D2 plus 1. Das ist isomorph zum Raum. Ja, zu dem Untermodul von CR, der von Sinus erzeugt wird. Okay, und da gibt es jetzt also Entsprechungen. Es gibt 1 entspricht dem Sinus, das ist die Funktion selbst. Und wenn ich jetzt D habe, das würde dann der Ableitung entsprechen, weil d ist gleich d angewandt auf 1, also diese Äquivalenzklasse 1 hier entspricht dem Sinus. Die Äquivalenzklasse von d ist ja das, was ich kriege, wenn ich d auf 1 anwende, sollte dann die Ableitung sein, ne? Das ist das Cosinus. Und wenn ich das denn jetzt nochmal ableite, d2, 1, das ist dann D2, aber D2 ist gleich minus 1. Das heißt, das entspricht dann minus Sinus und insofern weiß dieser Modul hier, dass die Ableitung von Cosinus minus Sinus ist. Die Ableitung von Sinus ist Cosinus, der weiß natürlich nicht, dass das Cosinus heißt, aber der weiß, die Ableitung von Sinus ist irgendeine Funktion und deren Ableitung ist minus Sinus. Okay. So, was hat das jetzt alles mit Kontrolltheorie zu tun? Naja, mit Kontrolltheorie hat das insofern zu tun, dass ich was wir vorher gemacht haben, jetzt verallgemeinern kann. Ich kann kompliziertere Kontrollsysteme mir anschauen. Wir hatten jetzt vorher immer x' ist gleich ax plus bu. Und das heißt, das sind
Ableitungen der ersten Ableitungen der ersten Ordnung, die da nur vorkommen. Und U kommt auch nur wirklich als U vor. Und ich könnte das jetzt allgemeiner machen und sagen, ich lasse einfach eine Matrix von Operatoren auf das X los. Also statt kann man jetzt allgemeiner betrachten. Systeme der Form M mal M angewandt, vielleicht besser gesagt, auf X und U gleich 0 betrachten. Für M jetzt eine Matrix, die nicht mehr einfach nur Konstanten enthält, sondern die solche Differentialoperatoren enthält. Können wir dann, ist egal wie viele wir da nehmen, P Zeilen und dann so viele Spalten, wie wir X und M's haben. Also das, was wir vorher hatten, würden wir dann sagen, also das M hier, da wird jetzt nicht nur das A und das B drin kodiert, sondern auch die Ableitung. Also der Fall von vorher wäre M, ja, da würde ich als M sagen, D mal die Einheitsmatrix, ja, das ist der Teil hier, minus A, das ist das, was mit dem oberen Teil passiert, plus und dann, ja, oder ne, ja, auch minus B, das ist dann der zweite Teil, B, ja, fertig. Also das, na, minus B, so. Also das wäre dann eine Matrix, die wäre in RD, hätte n Zeilen und n plus m Spalten. Okay, aber es geht auch anders, auch möglich. Wäre jetzt, wenn ich m irgendwas nehme, d Quadrat plus 2d minus 7, 5d minus 9, 3 plus 9d minus 7 und 2d Quadrat plus 8 plus 8 und dann 5d plus 7 und ja und so weiter. 3d Quadrat plus 3d plus 2. So zum Beispiel. Also das würde jetzt etwas sehr, ein komplizierteres Kontrollsystem ausdrücken, was wir vorher mit dieser einfachen Variante nicht abdecken konnten. Und das geht jetzt auch, zumindest können wir das mal hinschreiben. Und die Frage ist jetzt, können wir da jetzt auch irgendwas drüber aussagen? Und ja, das kann man. Also vielleicht, da jetzt mit vertraut zu werden, sollen wir es doch nochmal aufschreiben. Dieses M, ja, das hat jetzt zwei Zeilen und drei Spalten. Dem sehe ich jetzt aber natürlich nicht an, ob ich da jetzt, wie viele X und U ich da meine. Ich meine hier zwei X, die diesen beiden Spalten entsprechen, und ein U. Und okay, und es gibt halt zwei Gleichungen. Das heißt, das Kontrollsystem hier, wenn ich es wirklich als Differentialgleichungssystem aufschreiben würde, dann würde das sagen, x1 2' von t plus 2 x1' von t minus 7 x1 von t, das wäre der Teil hier, plus 5 x2' von t minus 9 x2 von t, das ist der Teil, plus 3 u1 3' von t plus 9 U1' von t minus 7 U1 von t gleich 0. Und die zweite so ähnlich. Okay. Das wäre das Differentialgleichungssystem. Jetzt wieder die Frage, wann ist so ein System kontrollierbar?
Und die Antwort ist, es ist sicher nicht kontrollierbar, wenn es bei, mit, wenn, wenn es wenn, wenn ich aus diesen Xen irgendwas basteln kann, was kein, auf das das U keinen Einfluss hat. Sie sehen, ich mogel mich da jetzt schon wieder um die Äquivalenz drumherum. Es wird trotzdem wieder eine Äquivalenz sein, aber wir können dann jetzt nur eine Richtung davon anschauen. Sicher ist es dann nicht kontrollierbar, wenn es eine Funktion gibt, die sich in den Xen ausdrücken lässt, x1 bis xn und eventuell auch den Ableitungen. Ausdrücken lässt, die von den Us unabhängig ist. Ja, woran sieht man das? Ja, das muss man jetzt dann richtig hinschreiben. Und zwar nehmen wir die Zeilen, betrachte dazu. Die Zeilen Z1 bis ZP. Ja, was sind das? Das sind Vektoren, die n plus m Komponenten haben, sollen die Zeilen von M sein. Und wir machen jetzt das, was wir vorher schon mal gemacht haben, nämlich das hier. Ich will die Struktur ausdrucken des Kontrollsystems oder die Struktur oder wie die Lösungen X und U in dem System zusammenhängen. Und dazu sage ich, ich nehme hier jetzt nicht wie in dem Beispiel nur eine Funktion, hier habe ich nur eine Funktion Sinus ausgedrückt und ihre Ableitung, dadurch, dass ich diesen Quotienten gebildet habe. Und ich will jetzt da mehrere nehmen. Ich nehme hier mehrere Kopien. Ich nehme hier ja, ich nehme hier das RD hoch n plus m. Genau. Und da entsprechen dann die Komponenten von dem Vektor, entsprechen dann dem x1 bis xm und den jeweiligen Ableitungen, die ich durch die Multiplikation mit Potenzen von d ausdrücken kann, und den Us und deren Ableitungen. Und dann kann ich durch die Quotientenbildung sagen, und wie hängen die miteinander zusammen? Und wie die miteinander zusammenhängen, das sind ja genau die Zeilen von m. Das sind ja genau diese Gleichungen hier. Die sollen 0 sein, das muss ich dem Modul natürlich sagen. Das weiß der ja von alleine nicht. Also betrachten wir die Zeilen von M. M ist nicht der Modul, M ist die Matrix. Und betrachte den Modul RD hoch N plus M, dividiert durch den Untermodul, der von diesen Zeilen aufgespannt wird. Okay. Und jetzt ist so, also dabei entsprechen dann in diesem Modul entsprechen die Äquivalenzklassen von den Einheitsvektoren e1 bis en den Funktionen x1 bis xn. Und die Äquivalenzklassen von den übrigen, den Funktionen U1 bis UM. Und eine Linearkombination von diesen Funktionen entspricht dann und deren Ableitungen. Also ich kann jetzt zwei Dinge machen. Ich kann Linearkombinationen von denen bilden. Das sind dann halt Vektoren, die
die da drin leben. Und die Linearkombinationen müssen aber nicht reelle Koeffizienten haben, sondern die können Polynome als Koeffizienten haben. Und dadurch kann ich dann ausdrücken, das, was ich hier brauche, dass ich Linearkombinationen nicht nur von den Funktionen habe, sondern auch von deren Ableitung. Die Frage ist jetzt, gibt es in diesem Modul einen Vektor, der so ist, dass er eine Differentialgleichung erfüllt, und aber unabhängig von den unteren Vektoren ist. Also was suchen wir? Also, was wir suchen, ist ein Element der folgenden Form: irgendwas, irgendwas, 0, 0, das heißt, es hängt nicht von den U's ab, in diesem Quotientenmodul. Jetzt das ist jetzt einfach nur eine Linearkombination von den Xen und deren Ableitungen. Und was wir gerne hätten, ist so eine Linearkombination, die eine nicht-triviale Differentialgleichung erfüllt. Das heißt, eine nicht-triviale Differentialgleichung zu erfüllen, heißt, es muss einen Operator geben, der angewandt auf das Ding 0 ergibt. Wir suchen jetzt ein Element, das so ist, zu dem es ein R in RD ohne 0 gibt, sodass, also nennen wir dieses Element vielleicht x quer, ein M mit R angewandt auf das x quer gleich 0. Das können wir jetzt aber auch vornehmer ausdrücken. In der Sprache der Modulen heißt das also, gesucht ist also, der also gesucht, die Frage ist also, ob es ein Torsionselement gibt. Das hier wäre ein Torsionselement, weil ein Torsionselement ist ein Element, ja, wo es eben so ein R gibt, das ich drauf multiplizieren kann mit der Moduloperation, mit der Modulmultiplikation, sodass das Ding zu 0 gemacht wird. Und das x hier, das darf natürlich nicht die Nullfunktion sein, das würde mich nicht interessieren, dass die nicht von den u's abhängt, ist klar, sondern ich will irgendwas Nicht-Triviales haben, das aber trotzdem nicht von den u's abhängt. Die Frage ist also, ob der Torsionsmodul von r d hoch n plus m durch Z1 bis ZP sind nochmal die Zeilen von M, geschnitten mit dem Untermodul der von den ersten n Einheitsvektoren aufgespannt wird, nicht leer ist. Okay, also das heißt, das hier heißt, erfüllt eine Differentialgleichung. Alles, was da drin liegt, erfüllt eine Differentialgleichung. Und das heißt, hängt nur von x ab. So, dann haben wir also eine Anwendung von der Modultheorie auch gesehen. Denn tatsächlich ist es so, das ist genau eine Charakterisierung der Kontrollierbarkeit. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur die eine Richtung gezeigt. Wenn das Ding nicht leer ist, dann ist es sicher nicht kontrollierbar. Und die Umkehrung gilt aber auch. Wenn das Ding torsionsfrei ist, also dieser Modul, nachdem ich das geschnitten habe, torsionsfrei ist, dann ist das Ding kontrollierbar. Beispiel. Naja. Machen wir, ja, ist ein bisschen spät jetzt für ein konkretes Beispiel, glaube ich. Das würde ich nicht mehr durchbringen. Aber noch darauf hinweisen,
Ob das der Fall ist, das können Sie natürlich rechnerisch entscheiden. Lässt sich rechnerisch. Entscheiden. Ja, wie machen Sie das? Ja, genauso wie wir das in der Vorlesung behandelt haben. Wir haben es eigentlich nur für Modulen über Z betrachtet, aber Modulen über Polynome geht ganz genauso. Sie haben also für solche Modulen auch eine Smith-Normalform und eine Hermite-Normalform. Und mit der Smith-Normalform können Sie den Torsionsmodul ausrechnen und mit der Hermite-Normalform können Sie diesen Schnitt durchführen. Also mit Smith-Normalform und Hermite-Normalform. Ja, machen wir vielleicht doch ein Beispiel. Können wir mal nur so tun, als ob. Also für Matrix N von oben gilt, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber ich gebe Ihnen mal an, was da zu erwarten ist. Da habe ich jetzt natürlich irgendwelche zufälligen Dinge hingeschrieben, aber gut, dann wird halt dann sich nicht freiwillig irgendwas wegkürzen. Das ein Torsionselement entsteht, das muss man konstruieren. Und da oben, das habe ich nicht konstruiert, also wird es keins geben. Das heißt, es wird dann so sein, diese RD hoch 3 durch das von dem, ja, dieser Modul. Also da habe ich was mit 4 gemacht. Na gut, okay. Dieser Modul können Sie jetzt, indem Sie von dieser Matrix M die Smith-Normalform bestimmen, können Sie darauf kommen, dass das dann dasselbe ist wie RD hoch 3 durch 1, 0, 0, 0, 1, 0. Diese ganzen Ds, die heben sich alle gegenseitig weg, wenn Sie Smith-Normalform bilden. Das muss natürlich nicht sein, aber in dem Beispiel ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, wenn Sie es durchführen. Okay, und das hier ist dann isomorph zu dem, naja, was sagt der? Der sagt, die ersten beiden Komponenten werden gekillt und die zweiten und die dritte Komponente ist frei. Das heißt, das ist als Modul isomorph zu dem. Und weil das torsionsfrei ist, ist das dann auch torsionsfrei. Also ist das System kontrollierbar. Das wäre das Erste. Und das Zweite, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem Fall, den wir vorher betrachtet haben, wenn das M eine ganz spezielle Form hat, da hatten wir gesagt, das, was wir vorher betrachtet haben, entspricht dem, dass ich hier sage, D mal die Einheitsmatrix minus A in der linken Hälfte, im linken Teil der Matrix und dann minus B im rechten Teil der Matrix. Für diese Matrix gilt, dass die Bedingung der Torsionsfreiheit genau äquivalent ist zu dem, was wir vorher als Satz bewiesen haben. Also gilt der von Z1 bis Zn erzeugte Untermodul. Ja, nee, das bringe ich jetzt nicht mehr zusammen. Lassen wir es dabei. Das schenke ich Ihnen. Ich schreibe es mir hin, dass es so ist. Der Torsionsmodul von RD n plus m durch Z1 bis Zn, geschnitten mit dem Untermodul von E1 bis EN aufgespannt wird, ist genau dann leer, wenn die Rangbedingung von vorher erfüllt ist, also wenn der Rang von B, AB, AN-1, B gleich N ist.
Ja, das hätte ich Ihnen jetzt gerne noch vorgerechnet, aber das machen wir jetzt dann nicht mehr. Das hier ist auch ein schöner Schlusspunkt. Und damit sind wir dann wirklich am Ende der Vorlesung angekommen. Ja, es bleibt mir dann nur noch übrig, mich für die Treue und und das Zuhören bis zum bitteren Ende zu bedanken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann erst irgendwann mal in anderen Vorlesungen und vielleicht sogar live. Also, danke fürs Zuhören und bis irgendwann mal.